So, hallo und willkommen zu einem neuen Gameplay. Gut, heute spielen wir mit dem Eternal Reward Spy auf King of the Hill Harvest. Und ja, ich hatte eigentlich gedacht, dass das Gameplay total scheiße ausgeht, da ich mit den mehr oder weniger Vanilla Spy überhaupt nichts anfangen kann. Ich spiele eigentlich meistens immer mit dem Spicicle und dem Deadringer. Nein, diesmal habe ich das komplett umgebaut, das Loadout, und zwar zu den halt Vanilla Spy nur mit den Eternal Reward. Gut, das heißt jetzt einen anderen Skin, aber das ist ja egal. Den habe ich jetzt zum Beispiel total gut umgebracht. Hatte zwar sehr viel mit Glück zu tun und war jetzt auch ein bisschen unfair gemacht, denn der hat sich nur für ein paar Sekunden umgedreht und ich hatte eine ziemlich gute Reaktionszeit, die ich eigentlich sonst nicht habe, aber da habe ich halt mal Glück gehabt. Nur dann bin ich wieder in diesen Engineer gerannt. Ich wollte eigentlich wegrennen, aber das war dann ein Fehler und der hat mich dann umgebracht. Ich hätte ihn wirklich umbringen sollen. Das hätte ich vielleicht sogar noch geschafft mit meinem Revolver. Aber naja, man kann ja nicht alles perfekt machen. Erst recht nicht ich, der eigentlich nur an manchen Runden gut ist. Und manche ist ziemlich wenig für mich. Und das war ein ziemlich guter Trick gerade. Ich habe den einen Engineer gerade kommen sehen. Und ich war mir ziemlich sicher, dass er entweder hochgeht oder ja, halt den ganz normalen Weg runter. Ich hatte Glück gehabt, schon wieder zum zweiten Mal in diesem ganzen Gameplay. Und er ist den Gang runtergelaufen, weswegen ich den dann ganz schnell umgebracht habe. Zum Glück. Das passiert ja oft, deswegen ist auch mein. Was? Nein. Man merkt auch an manchen Stellen, dass der Spy wirklich mein Main ist. Weil manche Snaps, die ihr im weiteren Verlauf des Gameplays sehen werdet, sind dann schon ein bisschen trickier. Oder wie auch immer ich das jetzt sagen soll. Nur hier, da wollte ich was. Ich wollte den mitten in der Luft backstabben. Hat später im Gameplay funktioniert, nur mal so zur Info. Also, da habe ich nicht zu viel von mir erwartet. Ich habe es später im Gameplay geschafft, aber nein, da hat er mich dann mit dem Rocket Jump umgebracht. Leider, es passiert mir auch sehr oft. Ich renne einen Soldier hinterher und der bringt mich mit dem Rocket Jump um. Das ist immer ein sehr schönes Gefühl. Da habe ich versucht, den Headshot zu geben, aber nein. Hab ich mich doch lieber verpisst. Jedenfalls versucht, mich zu verpissen. Ich dachte, er bringt mich um, da der wieder in meine Fresse gelaufen ist, aber nein. Ich bin doch noch weggekommen, zum Glück. Ein Problem habe ich allerdings mit den Eternal Reward Spy, was natürlich eigentlich ein ziemlich großes Problem ist, da das ungefähr der größte Sinn des Spy ist. Das Verkleiden halt. Ich laufe manchmal als Eternal Reward Spy unverkleidet einfach so in die feindliche Base rein, als ob ich verkleidet wäre. Und ich bemerke es nicht. Manchmal vergesse ich es sogar, dass ich nicht verkleidet bin. Da ich meistens halt normal als Spy verkleidet bin. Ich bin zwar eigentlich 24/7 verkleidet. Da ich die Quick, also die schnelle Disguise, den schnellen Disguise-Knopf auf die Maustaste, also die mittlere Maustaste belegt habe, drücke ich, sobald ich nicht mehr verkleidet bin, ja, halt die mittlere Maustaste oder irgendwie schwere Anstrengungen. Gut, einen Knopf auf der Tastatur zu drücken, war auch keine große Anstrengung, aber trotzdem. Da bin ich halt schnell mit dem Finger dran. Und ja, dann bin ich halt verkleidet, was hier natürlich nicht geht und laufe ich immer unverkleidet rum. Ist natürlich schon ein Problem, weil dann, ja, sehen die mich halt und ich frage mich, oh, wieso sehen die mich? Obwohl ich als feindlicher Spider in der feindlichen Base rumlaufe. Was natürlich überhaupt nicht auffällt, nein. Eine Stärke habe ich allerdings als Spy, wie ihr gerade an den Demoman gesehen habt, habe ich ihn ziemlich gut umgebracht. Ich werde das jetzt nochmal gleich einblenden, irgendwie rechts oder links. Und dann könnt ihr sehen, wie ich ihn umgebracht habe. Das beherrsche ich relativ gut. Das muss ich meinen Scheiß gelassen. Ich habe wirklich sehr wenig Skill, aber diese Art von Abstechen, ich weiß nicht den normalen deutschen Namen, beherrsche ich relativ gut. Was natürlich auch ziemlich sinnvoll ist, weil ohne das ist ein Spy ziemlich sinnlos, finde ich jedenfalls. Und da habe ich den Soldier gerade umgebracht. Und da, das war wieder ein ziemlich beschissener Fehler. Ich dachte, das wäre ein Spy, dieser Scout. Und dann habe ich meine Verkleidung aufgegeben. Fail, würde ich mal sagen. Passiert mir aber auch sehr oft. Was auch ein Grund ist, weswegen ich den Eternal Reward fast überhaupt nicht nehme. Ist eigentlich eine Waffe, die. Nein. Die ist überhaupt nichts für mich, finde ich. Dafür bin ich einfach zu sehr an den Verkleidungen und so weiter gewöhnt. Erst recht an den Deadringer.
Und mit dem Deathringer bekommt, wenn ich den Deathringer habe, kann ich den Eternal Reward schon ganz vergessen, weil das habe ich mal versucht und nein. Ist schon schwer mit den normalen Unsichtbarkeit. Uhr. Ist das eine Uhr? Weiß ich gar nicht. Ist schon schwer genug mit der normalen Unsichtbarkeitsuhr Leute umzubringen. Eigentlich nimmt man ja immer den Cloak and Dagger, weil da kann man ja so lange unsichtbar sein und am feindlichen Spawn warten, wie man möchte. Aber nein, das geht mit meinen unsichtbaren Uhr nicht. Und erst recht nicht mit der Totscheinuhr. Aber gut. Ja, was ist eigentlich noch in diesem Gameplay passiert? Eigentlich nicht mehr sehr viel. Obwohl jetzt kommt eher so der Teil, wo es ein bisschen nach oben geht mit dem Skill. Am Anfang ging es eigentlich. Es gab schlechtere Gameplays, aber das war akzeptabel. Und wie der Scout mich nicht gesehen hat, ich weiß es nicht. Er hat getrunken. Oh mein Gott. Er. Aber wie ihr die ganze Zeit seht, ich laufe eigentlich immer den gleichen Teil. Ich laufe immer auf dem Dach rum, dann springe ich runter, dann gehe ich hier wieder hoch, dann springe ich wieder runter, ich gehe wieder hoch. So ähnlich läuft das auch bei Twoford ab bei mir. Ich gehe immer den gleichen Weg, außer natürlich, das sind Sentries, dann funktioniert das nicht so gut. Und hier habe ich darauf vertraut, dass dass sie nicht bemerken, dass ich den Eternal Reward habe und dann als ich mich als in dem Moment verkleidet habe, dass sie es nicht bemerkt haben hätten und ja halt aufgehört hätten, auf mich zu schießen. Aber nein, das haben sie nicht gemacht und haben mich umgebracht. Das ist also nicht so gut gelaufen, leider. leider. Wie der mich so weit weggeschossen hat, weiß ich nicht. Ich wollte ihn so gerne mit meinem schönen Revolver umbringen. Oh nein, er hat mich ungefähr bis zum Ende der ganzen Map geschossen mit seiner Ultra-Scattergun. Die ultimative Waffe. Obwohl, das war, glaube ich, der Force of Nature, oder? Würde ich mal sagen. Und wie... fragt mich nicht, wie ich gedacht habe, dass da jetzt auf einmal ein Spy von hinten kommt. Fragt mich nicht. Ich habe mich einfach mal random umgedreht. Irgendwie hatte ich so die Vermutung, dass so ein Spy kommt. Ich weiß nicht, woher, aber... ich wusste es einfach. Fragt mich nicht, wieso. Aber ich hatte Glück gehabt, also... sonst hätte er mich instant gekillt, aber der hat mich sowieso im Nachhinein gekillt, also wäre es scheißegal gewesen. Leider. Aber gut. Weil Spy gegen Spy ist eigentlich sowieso eine ziemlich beschissene Sache. Er ist recht vom Nahen. Also Messer gegen Messer, weil da hat nur der Glück... also da gewinnt meistens der, der ja halt Glück hat und... den Frontstep bekommt und ja... der, den er nicht bekommt, der hat Pech gehabt und muss sterben. Und das... das war ein witziger Teil. Ich habe den Spy von hinten, von vorne kommen sehen. Ich wusste, dass er nach hier oben kommt. Und ich wollte einen Stair-Stab machen. Auf einen unsichtbaren Spy. Also das hat auch noch keiner gemacht. Leider hat es nicht funktioniert. Das wäre wirklich sehr cool gewesen, hätte es funktioniert. Da hätte ich, wie soll ich sagen? Ein ziemliches Ziel in meinem Leben geschafft, ja. Und diese komischen Bugs, die nerven mich total. Das passiert total oft in letzter Zeit bei dem Team Fortress. Diese komischen Hüte, die fliegen da immer in der Luft rum. Das macht mir so ein bisschen Angst. Und nervig ist das auch, weil das verwirrt mich so ein bisschen. Leider. Ach so, übrigens, ich habe ja jetzt am... 200... ja, das war natürlich Fail jetzt gerade. Der dann immer mehr dachte sich, oh, du Scheiße, wer ist so behindert und stirbt daran, bitte. Mein Gott. Achso, ja gut, ja, scheiß drauf. Ich habe jetzt 82 oder 81 Abonnenten. Also brauche ich nur noch 18, dann mache ich das Giveaway. Ich mache wahrscheinlich ein ganz normales Giveaway, wo ihr einfach nur einen Kommentar schreiben müsst und dann wird alles random erschienen. Und ja, es wird wahrscheinlich eine 5 Euro Steam-Spiel verlost, ne, verlost. Und ja, ich werde dann irgendwann mal eine Ankündigung machen und ich bin mal gespannt, wie viele da mitmachen. Gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.